Und damit herzlich willkommen zurück an alle Sadisten, Masochisten und politischen Aktivisten. Ich muss ganz ehrlich sagen, letztere sind wohl die perversesten von allen. Und nun, wir wollen endlich mal weiter sadistisch sein und die Gegner schönen Masochismus ausleben lassen. Und auf Politik pfeifen wir einfach mal. Ich meine ganz ehrlich, Politik und Warhammer 40k? Ja gut, okay. Politik schon, aber bei Diplomatie werden viele Abstriche gemacht. Aber gut, nun, was greifen wir als nächstes an? Wir haben zwei Auswahl... Wie sagt man das im Plural? Wir haben auf jeden Fall zwei Sachen zur Auswahl. Wir haben zwei Auswahl... Auswahls. vielleicht lässt sich das einfach nicht in Mehrzahl setzen. Auf jeden Fall, wir haben zwei Dinge zur Auswahl. Die Ork-Festung und die Tau-Festung. Und ich würde sagen, die Tau-Festung ist bei 13, Ork bei 15. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich glaube, die Festungen sind immer gleich schwer. Aber wir haben uns letztens mit den Tau herumgeprügelt. Ich würde sagen, wir bringen das mit den Tau jetzt auch zu Ende. Soll heißen, wir holen uns jetzt die Tau-Festung und direkt danach können wir runtergehen und gleich noch die Orks mitnehmen. Das könnte ziemlich effektiv sein, diesen Planeten hier auszuräuchern. Also das könnte man ziemlich schnell hinbekommen, meine ich damit. Und danach hätten wir eigentlich echt bloß noch den Planeten mit den Eldar und den Nekons da. Gucken wir einfach mal. Ich würde sagen, wir beenden mal wieder die Runde. Den Zug müssen wir ja nochmal, bevor wir angreifen können. Und dann schauen wir mal, was wir erreichen können. Ja, was diese... Ich glaube, dieses Gebiet sich zu holen, wird sich sogar lohnen, dass wir einen Elite-Inkubus-Zirkel bekommen. Das Ding mit dem Portal, vielleicht lasse ich das einfach stehen. Wir können es ja so machen. Wir holen uns den Planeten, gehen dann hinter und holen uns noch das 10er Adeptus Sororitas-Gebiet und gehen dann von hier aus dann zum Planeten rüber. Ich würde sogar lieber zuerst die Nekons machen und als allerletztes die Eldar. Dark Eldar gegen Eldar wäre ein würdiges Finale. Okay, beenden wir die Runde und so. Den Zug, Entschuldigung, an alle Bahnmitarbeiter. Wir werden nicht angegriffen, das ist gar nicht mal verkehrt. Obwohl, die Orks haben auch noch was zu melden. Ja, der ist direkt nebendran, der könnte jetzt angreifen. Tut es aber nicht. Oh. Okay, Samson. Also das wäre jetzt ziemlich eklig, wenn die Nekons einfach mal die Eldar wegflexen hier. Ich würde gerne so selbst das Finale gegen die Eldar machen. Wisst ihr, gerade da wünsche ich mir echt die Festungsdialoge aus Dark Crusade. Ich würde zu gern wissen, wie Dark Eldar und Eldar miteinander reden. Das wäre verdammt geil. Das ist so viel verspieltes Potenzial, dass die Dialoge rausgenommen haben. Na, was soll's. Kann man jetzt leider nachträglich nichts machen. Aber gut, ich würde sagen, Taufestung und so. Greift zusammen mit dem Morgentau an. Wie auch immer man den Morgentau mit angreifen lassen kann. So, volle Kanne Sturmbasis. Reicht gerade so, aber... Perfekt. Jawohl. Ich glaube, das wird schön. Gucken wir mal. Der riesige Militärkomplex der Tau auf dem zweiten Mond von Kaurava 2... hatte immer schon Zwecken dienen sollen, die auch über den derzeitigen Krieg hinausgingen. In einem System, das von den Tau dominiert wird, sollte dieser Komplex ein wichtiger Außenposten an der Grenze des Sternenreichs sein. Die Mondbasis wurde Nanyanoi oder Schwertmond genannt. Das bezog sich auf die gewaltige Arka-Kanone, die dort gebaut worden war. Diese Waffe konnte ihren vernichtenden Ionenstrahl auf jedes beliebige Territorium, auf jedem beliebigen Planeten im System richten. Schwere Befestigungen und Luftabwehrfelder waren nicht genug für die Architekten der Erdkaste in Nanyanoi. Sie fügten noch ein Orbitalverteidigungssystem hinzu, das Ionenstrahlen abfeuern konnte, die denen der Arka-Kanone ähnelten. Diese waren so eingestellt, dass sie nur Eindringlingen Schaden zufügen konnten und die Infrastruktur von Nanyanoi verschont blieb. Nach der Fertigstellung sollte Nanyanoi uneinnehmbar sein. Leider wurde die Tau-Festung jedoch angegriffen, bevor sie fertig wurde.
Viele Systeme und Befestigungen waren noch nicht vollständig in Betrieb, einschließlich der Orbitalverteidigung. Eine Invasionsflotte hätte abgeschossen werden können. Bei einer kleinen Streitmacht, die eine der Lücken in der äußeren Verteidigung der Tau nutzte, wäre dies jedoch nicht so leicht. Dass so etwas geschähe, war zwar sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Wir begrüßen eure gütige Anwesenheit, Aunro hier. Ich sehe, dass Ihre Techniker der Erdkaste großartige Fortschritte beim Bau der Basisstationen an Janoi gemacht haben. Ja, Eure Eminenz, sie ist fast fertig. Es gibt nur noch wenige Lücken in der Verteidigung und diese werden schwer bewacht, bis unser orbitales Verteidigungssystem voll einsatzbereit ist. Stelle Stabilisatoren ein. Ausgezeichnet. Und diese AK-Kanone, die Sie gebaut haben, ein ziemliches Wunder, so wie ich es verstanden habe. In der Tat. Von diesem Mond aus können wir auf jedes bewohnbare Gebiet im Kaurava-System feuern. Möchtet ihr sie selbst besichtigen? Sie schadet nur fortgeschrittenen Lebensformen. Bauwerke und pflanzliches Leben sind nicht betroffen. Das ist wahrlich sehr lobenswert. Unsere Orbitalverteidigung wurde mit der gleichen Technologie gebaut. Beide werden von hier aus gesteuert. Was ist das? Die Verteidigung ist irgendwie durchbrochen worden. Ich muss mich darum kümmern. Bitte, Eure Exzellenz, kehrt zur Koalitionszentrale zurück. Ja, das wird wohl das Beste sein. Späher entsenden! Die Stelle des Durchbruchs muss gefunden werden! Das darf nicht noch einmal vorkommen! Sofort alle Feuerkrieger und Krotjägertrupps benachrichtigen! Hoffen wir, dass unsere Verteidigung stark genug ist, sie abzuwehren. Also irgendwie beim nochmal Anschauen von dieser ganzen Sequenz. Wir müssen wie eine einzelne tödliche Klinge vorrücken. Wir müssen die Verteidigung vor uns durchdrehen und dann so schnell wie ein Blitz selber dort Fuß fassen. Habt ihr verstanden? Nein, euch! Gut, dann gehen wir. Alles klar. Zerstören Sie die Koalitionszentrale der Tau. Das war die Mission, wo wir ohne Basis starten erstmal und uns erstmal durchboxen müssen. Eine ähnliche Mission gab es auch bei den Dark Elder, aber die spielen wir ja selbst, die können wir ja nicht invadieren. Der himmlische Aunroir, wenn ich es richtig im Kopf habe, und sein Gefolge sind in der Koalitionszentrale der Tau untergebracht. Zerstreuen und demoralisieren sie die Streitkräfte der Tau, indem sie die Gebäude zerstören. Errichten sie eine Stellung auf Nan Yanoi. Durchbrechen Sie den Militärkomplex auf Nan Yanoi. Zerstören Sie sofort die kleine Tau-Basis im Inneren, um dort Ihre eigene Sturmbasis errichten zu können. Okay. Meine Elite-Hellions sollten mir jetzt eigentlich nicht weggeballert werden. Gut. Aber wenn man sich tatsächlich diese Sequenz nochmal anguckt und gerade von den Dark Elder dieses typische Teleshopping vorstellen, wie mit dem Dark Elder Jetby gewohnt ist, dann kommt einem jetzt diese Tau-Sequenz auch irgendwie wie so eine Dauerwerbesendung vor. Was denn? Und diese Kanone kann wirklich alles Leben vernichten? Ja, es ist fantastisch! Sehen Sie nur, alle Imperialen sind tot. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie eine zweite Minikanone gratis dazu. Naja. Oh, wir können mal ein paar Incubus bauen. Obwohl, ich weiß nicht. Ja gut, es ist trotzdem. Wir haben genug Ressourcen. Ist schon eine gute Idee. kommt. Sehr schön.
Okay. Übrigens hat der werte Herr Tahil gesagt, ihr Hunde. Damit war nur der Hund gemeint. Der Rest hätte dort warten können. Nee, bitte kein langsamer Tod. Ich brauch's gerade ein bisschen schneller, danke. Piu. Kamikaze. Alter Falter, was ist denn das für eine Gegenwehr? Au, Mann. Jetzt mal im Ernst. Das ist eklig. Aber gut, okay. Ah, wir haben nur einen gewöhnlichen Kriegertrupp mit dabei gehabt. Das ist eklig. Nein, 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 mein Hund. Ach, verdammt, wir verlieren immer mehr. Piu, piu. Wow, dieser Schaden. Gut, das ist ein Gifteffekt. Trotzdem, es ist eklig. Ohne die Garde, ohne jetzt die Ehrengarde, hätte man das fast, glaube ich, nicht geschafft. Kacktau. Gut, das ist auch der Schwierigkeitsgrad und so. Das Thema hat man schon oft genug. Still again the Jetbike, meine Damen und Herren. So, lieber Herr Archon, geht mal jetzt, macht die Taubaracken kaputt. Ich möchte jetzt dann bald mal gerne meine Basis bauen und so. Das sind noch die Vespiden, die dürften noch gehen. Von was werden die eigentlich so zurückgeschleudert? Ah, okay, das übere Clan stößt wirklich, der macht wirklich Knockbacks im Nahkampf. Interessant. So, wir können uns ja schon die ersten Horchposten bauen. Also, ich glaube, wenn wir uns diese Gebiete schon mal holen, dann kriegen wir schon mal die ersten Ressourcen, ohne dass die Gegner wirklich aktiv Truppen schicken. Weil ich glaube, die fangen auch erst an, ihre Basen... obwohl, ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich glaube, die nutzen ihre Basen jetzt schon. Das heißt, die Zeit tickt jetzt schon. Trotz allem mache ich mal hier noch platt vorher. Nehmt trotzdem mal das Ding hier ein. Oh, man versteht ihn fast gar nicht von lauter Piu Piu. Was ich mal machen könnte, tatsächlich, die Effektlautstärke noch ein bisschen runter. Dafür versteht man dann die Sprache ein bisschen besser. Da kann ich das Spiel vielleicht nachträglich ein bisschen lauter stellen. Jetzt ist es schon fast ein bisschen zu laut im Vergleich. Menschenkind. Effektlautstärke ist so. Okay. Alles klar. Holen wir uns noch den Rest. Und dann dürfen wir unsere Basis endlich bekommen und aufbauen können. Wir haben noch ein bisschen was vor uns hier bei den Tau. Mann, was die, ey. Kretins. Was auch immer es ist bestimmt was Französisches. Also lasse ich das als Beleidigung durchgehen. Wunderbar. So, schönen Stadt haben wir. Dann können wir auch gleich hochtacken. Ich glaube, wir machen einen guten Start. Wir müssen die Position unserer Sicherheitslücke finden. Halten Sie Späher aus. Lassen Sie sie alle möglichen Durchbruchstellen absuchen. Ich will schnellstmöglich Berichte. Sie werden sofort ausgeschickt. Aber sofort.
Zack, und zack, und zack, und zack. Seelensammelstelle. Das ist wie so eine Kleidersammelstelle quasi. Bitte, bitte, bitte gebrauchte Seelen hier einwerfen. Sie sind für den guten Zweck. Komm, Upgrades, Upgrades. Wir haben gerade die Ressourcen, das läuft gut. Wenn das so weitergeht, sind wir ziemlich schnell hochgetaggt. Auf das, was wir brauchen. Haben wir gleich noch ein paar dunkle Gießereien hierher. Können wir gleich mal zwei Stück gebrauchen. Und Seelen, auf geht's. Ach, hi. Ach, Speerteam. Ist ja putzig. Ah, spiel noch ein Speerteam. Das ist kacke. Wir haben doch schon einen. Ach so, das ist ein besonderer Hemunculus-Held. Jetzt kriegen wir noch einen. Aber dieser hier hat mehr Lebenspunkte als dieser blöde. Könnt ihr euch noch an den Skripto erinnern mit irgendwie 300 Lebenspunkten? Wäre vielleicht nur fähig gewesen, wäre die Toiletten zu reinigen, höchstens. Noch Speerteams, die sind keine große Bedrohung. So, ihr sammelt jetzt Seelen. Und die Hakashin-Arena. Diese feinewürzige Note. So. Archangefolge, bessere Panzerungen. Warum denn nicht? Das ist doch deine Lieblingspeitsche. Sklave, heute habe ich deine Lieblingspeitsche für dich. Ja! Endlich mal. Dieses Überraschungsangriffs macht mir Sorgen, Commander. Sagen Sie, wann können wir mit der Verstärkungsflotte rechnen, die meinem eigenen Schiff gefolgt ist? Motoren laufen! Weiser, wie ihr wisst, hat der Warpsturm unsere normalen Navigationsgeräte nutzlos gemacht. Die Flotte wird von drei Signalen innerhalb Nanya Neus geleitet. Solange alle drei Signale funktionieren, sollte es nicht lange dauern. Das ist gut. Ich fürchte, wir werden diese zusätzlichen Truppen brauchen. Ja, zerstören Sie die Leitstrahlen der Tau. Genau das war es ja mit dem, die Verstärkungszeit hinaus zu zögern. Eine Flotte militärischer Verstärkung ist auf dem Weg nach Nanya Neu. Wegen des Warpsturms werden Sie nur von drei in der Basis befindlichen Leitstrahlen geführt. Vernichten Sie die Leitstrahlen, um die Ankunft der Verstärkung zu verzögern. Sobald der letzte Jahr zerstört ist, kommt die Verstärkung gar nicht mehr. Ja, was jetzt den Kommandanten angeht, das ist mal der erste Kommandant, der tatsächlich, also, man sieht selten, dass Kommandanten in Spielen so weit mitdenken. Von wegen, oh, unsere Speere wurden ausgeschaltet. Moment mal, von wo haben sie denn zuletzt Bericht erstattet? Bei den meisten Spielen ist es ja immer so, na, die Speere wurden ausgeschaltet, der Feind weiß gar nicht, dass wir hier sind. Bitte was? Die merken doch, dass Speere weg sind! Das ist doch überhaupt, ne, ist überhaupt nicht verdächtig. Speerlos geschickten, die melden sich einfach nicht mehr, sind einfach weg. Höchstwahrscheinlich desertiert. Na, komm, das untersuchen wir nicht weiter. Das passt schon. Vor allem, wer auch gesagt hat, wie viele Speer haben jetzt denn geschickt und noch keine Meldung? Seid ihr denn alle wahnsinnig? Man muss sagen, zumindest kompetenter als Boreal oder Karen. Aber gut, das ist auch nicht so schwer hinzukriegen. Kompetenter als diese beiden zu sein. Gibt da durchaus größere Herausforderungen. So, dieser Hemunculus kommt auch mal mit. So, weitere Upgrades und in der Hakashin-Kult-Arena können wir ja weiterhin die Gesundheit des Führers erhöhen. Kein Staufenberg, wir können es mehr aufhalten können.
Das, ah ne, das ist ein Speer. Ich sehe schon gleich aussehen. Oh, 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 aber das sind Grothunde. Ach wirklich, Mensch, ihr Tau seid wirklich Hellseher. System wurde aktiviert und vorbereitet. Es ist jetzt bereit zum Feuern. Ist der Feind anvisiert? Ja, Kommandant Oreska. Aber nicht alle Kühlsysteme sind eingerichtet. Die Kanone wird überhitzen, wenn wir zu oft feuern. Nun, feuern Sie so oft, dass die Sicherheit erlaubt. Wir müssen den Feind nur aufhalten, bis unsere Verstärkungsflotte eintrifft. Die Grothunde, Hunde sind so kaputt. Kontrolle über Orbitalverteidigung. Bla bla bla. Erobern Sie die Orbitalverteidigungskanone, mit der die Tau auf ihre Truppen fallen. Mit der die Tau. Wenn man das ganz schnell ausspricht. Mit der die Tau. Das wird irgendwie immer stranger. Auf ihre Truppen feuern. Sichern Sie den strategischen Punkt bei der AK-Kanone, um Zugang zur Steuerung zu erhalten. Führen Sie die AK-Kanone ab, die Teil des gleichen Systems ist. Wichse. So ein Klammern dahinter, Mixe. Wollte ich nur mal gesagt haben. Lag mir auf dem Herzen. Helmogulus, kommst du mal wieder zu? Tütet. Doch, Tüten. Mehr Tüten. So, wir müssen fast unsere gesamte Leibgarde dann nochmal erneuern, aber gut. Soll es mir wert sein. Och, Drohnen. Vergrabene Drohnen. Ah, oh, Bestien, endlich. Oh, toll, und jetzt schon. Ja, wir könnten eigentlich gleich zur Kanone gehen, so früh wie es geht. Ich meine, die Verstärkung. Ach du lieber Gott, 26 Minuten. Ich dachte, es wäre jetzt knapp und wir hätten nur noch so 8 Minuten oder so. Ich dachte, vorhin war das doch mehr. Weniger. So, nochmal ein bisschen die Leute verwirren. Noch ein bisschen Seelen lutschen. Ich glaube, wir haben doch dieses Upgrade. Ja, auf jeden. Also die Abklingzeit ist richtig stark runtergegangen seit dem letzten Upgrade. Oh ne. Weg da, ihr Vollidioten. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Drohnen. Nein. Irgendwie diese... Ah, Mann. Ich brauche es immer mehr auf schwer zu spielen. Ich meine, klar, ansonsten wäre es um einiges leichter, wir würden ihn komplett durchwaschen. Auch durch die normalen Dinger. Aber ich mag es einfach nicht, wenn Einheitenwerte verfälscht sind. Ich würde mal wirklich gerne sehen, wie viel Schaden diese Dark Elder Jetbikes vielleicht wirklich machen und die Kriegertrupps. Das geht bestimmt gut ab. Aber derzeit spielen wir einfach nur Glaskanonen, die mehr Glas als Kanone sind. Was irgendwie schade ist. Wer sagt das eigentlich? Ach so, da oben bei den Hunden, oder? Vorwärts, ihr Hunde, zum Sieg! So, wir werden... Dann noch nächstes Upgrade. Lauf, Feuer, lauf! Oh, oh. Weg. So. Ich bin immer gespannt. Ich hoffe, dass da noch vor 3, wenn es rauskommt, nicht einen ähnlichen Balance-Weg geht. Aber ich nehme mal an,
Ich weiß gar nicht, wir haben es bei Dawn of War 2 eigentlich gemacht, was Schwierigkeitsgrad angeht. Ich glaube, da werden nicht... Also am meisten hasse ich es ja wirklich, wenn Einheiten werde. Da ist es mir sogar lieber, wenn die KI mit Ressourcen cheatet. Aber gut, das macht sie ja auch. Aber von mir aus, also ohne Cheats ist natürlich am besten von der KI, sondern einfach, dass die KI klüger agiert. Von mir aus noch Ressourcenboni, aber was für meines Erachtens beim Schwierigkeitsgrad ein No-Go ist, ist irgendwelche Einheitenwerte zu verändern in Strategiespielen. Das ist einfach irgendwie... Es nimmt viel vom Reiz weg. Ich meine, wenn man dann wirklich sehr, sehr mächtige Einheiten hat, die auch in der Lore sehr mächtig sind und die dann irgendwie nichts gerissen bekommen, weil die Einheitenwerte manipuliert sind, das ist einfach doof. Nichts kann uns aufhalten. Hauptsächlich, ja gut, eine Kanone gegen Infanterie wie immer, die anderen beiden gegen Fahrzeuge. Ist mir recht. Schon recht. So, und dann ganz viele Gashinentrupps, die Tau im Nahkampf binden. Tod ist mein Fleisch. Orbitalverteidigung bereit zum Feuern. Bewegt euch mal ein bisschen, ihr Volltrottel. Puh, es hätte auch ziemlich in die Hose gehen können. Und aua. Kann ich euch echt fliehen lassen? Ja, ich glaube, dass das nicht klappt. Wir müssen sie um jeden Preis davon abhalten. Mal überall die Moral runterhauen. Den Koloss-Kampfanzug ist es ziemlich wurscht, wie es aussieht. So, rein da. Puh, das war knapp. So, eins und dann hole ich mir noch ein paar Talos dann dazu. Bräuchten vor allem mal mehr Ressourcen. Da. Jahre des Kampfes haben uns auf diesen Tag vorbereitet. Stimmt, die erobern das ja gerne einfach immer wieder zurück. Da war was. Es war ja nicht so schnell getan, einfach das Ding zu erobern und fertig. Aber gut, erobert trotzdem mal. Was da unten? Ach, fick dich doch. Haha, nichts getroffen. So doll ist die Kanone jetzt auch nicht. So, ich glaube, da war ja noch eine Basis. Ich glaube, um die... Oder wollen wir uns zuerst um die... Ja gut, die Leuchtfeuer sind gar nicht mal so wichtig. Ich glaube, was ziemlich dringend ist, tatsächlich diese blöde Basis hier mal kaputt zu machen, die ziemlich nerven kann. Dann kümmern wir uns um die Leuchtfeuer. Wow. Wow. Hey. Qualverstärker. Der hat doch, glaube ich, die Feuerrate gesenkt, wenn ich mich recht erinnere. Kann man ja auch mal machen. Sie haben die Kontrolle über das orbitale Verteidigungssystem übernommen. Sie setzen unsere Verteidigung gegen uns ein. Wir müssen sie zurückerobern. So, ja. Ich stehe bereit. Okay. Na gut, dieser Qualverstärker, wenn der die ganze Zeit stehen bleibt, ist gar nicht mehr so verkehrt. Alter, das Ding. Ich habe schon viele getötet. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Ressourcen. Wir müssen so einen schönen Input haben, dass wir kaum pleite gehen können, selbst bei Truppenspam. Ich bin bereit. Jahre des Kampfes haben uns auf diesen Tag. Das Einzige, was wir auf dem Schwierigkeitsgrad effektiv machen können, ist wirklich stark zu spammen. Hi. Wir sind bereit. Wir sind unterwegs. Uncool. Sieht aus, als stecken wir in einem Kampf. Mein Geschick ist grenzenlos. So, dann gehen wir mal da hoch und machen hier ein bisschen Bum-Bum.
Also wir könnten einfach mal hier hinschießen. Kuckuck. Ich sehe es nicht mal. War da nicht noch irgendwas mit dem Radarturm? Ach nee, ich glaube, das war ein Darkusate, oder? Bei den Tower. Mit diesem komischen Radarturm, den man noch einnehmen muss. Oder? Orbitalverteidigung bereit zum Feuern. Kuckuck. Piu. Oh. Oh, ein Krisiskampfanzug. Ugh. Dann krieg ich doch die Krisis. Aua. Hört auf damit. Das tut doch weh. Wo ist denn eigentlich Reliquier? Da oben. Komm, weiter geht's. Vor allem hätte ich gerne diesen blöden Koloss endlich kaputt. Der nervt nämlich. Richtet massiven Schaden an, aber erst auf lange Zeit halt. Das ist das Problem. Ich brauche die Dinger schnell tot. Ich bin ein großer Fan von Dots eigentlich, aber hier brauchen wir jetzt gerade mal wirklich schnellen Burst-Damage. Also wirklich so mit einer großen Haarbürste über die Gegner drüber ziehen. Das ist Burst-Damage. Ein Weavern zurück. Dann kommen wir wieder da los. Ach, hi. So, wenn diese Basis weg ist, ist schon mal wieder ganz gut was gewonnen. Trotz allem hätte ich dann gerne noch eine, bricht mal ab, eine weitere Kabalenfestung hier, um noch mal ein bisschen Einkommen zu sichern. Alter, hau bloß ab. So, die Fähigkeiten könnten wir auch mal wieder ein bisschen mehr einsetzen. Und hier holen wir uns vielleicht noch das schöne Pünktchen. Läuft doch ganz gut. Den Thermoplasma-Generator könnten wir uns holen. Ist jetzt aber nicht so dringend. Hm, hier ist was ein bisschen dringender, gerade wenn die Feuerkrieger hier... Kuckuck. Piu. Ali. Oh, das hat gut gesessen. Ein bisschen Segel zerreißen dazu und schon sind alle glücklich. Nix da. Sie haben die Kontrolle über das orbitale Verteidigungssystem übernommen. Sie setzen unsere Verteidigung gegen uns ein. Wir müssen sie zurückerobern. Was? Orbitalverteidigung bereit zum Feuern. Piu, piu. Die Botendrohnen. Hm. Könnten im Spam sehr nervig werden. Komm, gucken wir auch mal eine Runde. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die Tauverstärkung da ist. Oh, die Warp-Bestien. Vorsichtig. Freundchen, Freundchen. Da ist er. Oh. Das ist immer noch die eine Botendrohne. Ach, die kommt. Ah, toll. Da spammt einer gerade. Was macht man doch nicht. Vor allem ist es ja ein leichtes Fahrzeug. Hm, das ist doof. Okay, jetzt reicht's. Dann muss ich gleich nochmal drüber bügeln. Ich kann mal die Hakashin... Gladiatorinnen mal fragen, wie gut sie sich mit drüberbügeln auskennen. Sind ja schließlich noch weiblich und so. Hm, wie viele Gliedmaßen ich nach dieser Frage wohl noch hab? Obwohl, mit dem Dreizack kann man nicht unbedingt gut Gliedmaßen abschneiden. Aber mit einer Gabel kann man trotzdem ziemlich böse Sachen machen. Ich meine, denkt nur dran, was man alles mit einem Löffel anstellen könnte. Alter, stell dich mal vor, es gäbe welche mit einem Breitsack und es gäbe welche mit einem riesig großen Kochlöffel. Hm.
Beim Löffel muss ich immer an Handsome Jack denken, ey. Jetzt braucht er letztens zwei. Ja, mit dem Löffel. Der Typ greift mich mit einem Löffel an. Mit einem Löffel. Und ich löffle ihm so die Augen aus. Und seine Familie nur so... oh Mann. Ja, es dürstet nicht nach Gewalt. Es dürstet nicht nach Gewalt. Das Ding hätte ich auch gerne noch vorher. Schade, dass die Hunde keine Flagge aufstellen können. Ich meine, gut, die Hunde an sich nicht, aber wenn da jetzt schon mal die Hundeführerin mit dabei ist, die könnte wenigstens die Flagge reinstecken. Und... Nein. Nein! Ich hab's versaut. Ich hab's verpasst. Ich hab nicht drauf geachtet. Scheiße. Mann. Worauf schießt denn du jetzt noch? Ach, auf die Seele. Was habt ihr gegen Seelen? Was habt ihr gegen Seelen? Orbitalverteidigung bereit zum Feuern. Piu. Wow. Das hat ja für einen kleinen Lackkratzer gesorgt, höchstens. Hm, wir haben noch ein bisschen Limit frei. Komm, machen wir noch einen Talos. Bis wir unsere ultimativen Einheiten nutzen können. Und dann wahrscheinlich mehr Hakashinen, oder? Haben wir Hakashinen, aber Kriegertrupp. Jetzt haben wir wirklich bis auf ein Dark Elder Jetbike unsere gesamte Leibgarde verloren. Super. Oh, das ist der scheiß Drohnenbote. Ich hasse dich. Stirb. Danke. Immer schön bedanken, das ist wichtig am Ende. Wo wären wir denn ohne Sitten? So. Ja, das Income ist mittlerweile ganz nett. Nein. Ein Dornenhai. Könnte ein bisschen gefährlich werden, wenn er auf meine Fahrzeuge feuert. Ansonsten ist es nicht so schlimm. Ich habe jetzt nicht so mega... Also es sind jetzt nicht so viele Gegner in der Nähe, aber ich glaube für den Krieg lohnt sich ein bisschen hier ein wenig. Alter, das Ding hält so viel aus. Komm, verschwächen wir noch die Panzerung ein bisschen. Jetzt geh mal tot endlich. So. Mann. Das erinnert mich an die Tage in der Arena. Ach, gab's da auch einen Krisiskampfanzug, ja? Das erinnert mich an die Tage in der Arena. Hm. Ich gier danach, den Tod zu bringen. Autschi. Ich bin der tanzende Ruf. So, irgendwo durch den, dass er schnell kaputt geht. Ja, den werden wir garantiert wieder verlieren. Hier in die Flucht schlagen können wir die ja nicht. Die sind ja ziemlich verwurzelt. Boah, das war knapp. Schade. Was ja alles steht. Weaver neu bauen. Das Drohnenschwadron können sich unsere Fahrzeuge kümmern dann. So, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp von der Zeit her. Jetzt sind wir bei unter 10 Minuten. Sollte aber noch locker gehen. Leichte Fahrzeuge, das heißt, mit den Schattenlanzen dürfen wir eigentlich ganz gut was machen hier. Ja, ist schon akzeptabel. Oh ja, ja, doch. Schön. Ja, das war eine Suizid-Hakashin. Wunderbar. Genau sowas brauche ich jetzt. So. Und dann holen wir uns mal den ersten Sender. Ah, ein Barracuda. Feuer verstärken. Feuer eröffnen.
Hallöchen, was können wir denn noch großartig machen? Wieder Aufleben der Wut für die Archenfähigkeiten. Hm. Oh, aber das könnten wir mal machen. Wir könnten den mal woanders hinfeuern lassen. Der schießt trotzdem noch auf mich, oder? Arsch. Blöde. So, dann machen wir die wieder aufleben der Wut mal auf Tauffeuerkriege. Und kommt. Allgemein noch mal ein bisschen. Ja gut, jetzt die Moral runterzuhauen. Jetzt ist eh fast alles tot, was eine Moral hat. Kolosse zu brechen, das ist ja... Schauen wir mal. Ja, Hälfte weg. Das dürfen wir eigentlich genau kriegen, oder? Zwischendrin, ja. Aber kann gut sein, dass es am Rand ein bisschen weniger Damage macht. Ne, das ist ein Talos. Oh, da habe ich meine zwei sogar noch. Ja, nur ein Talos verloren, oder? Okay. Ich dachte, wir hätten mehr Verluste gemacht. Leitstrahl haben wir, aber... Ah, jetzt. Leitsignale zerstört. Was für ein Pech. Trotzdem wird unsere Flotte bei zwei starken Signalen nicht sonderlich verzögert, die ankommen. Naja, gut, so 8-9 Minuten ist schon ein bisschen doof und so. Komm, der Mugu, das passt hier einfach mal ein bisschen auf. Komm, dann machen wir noch die Toxinnadler, nochmal ein Warp-Bestienrudel. Das braucht man nicht, passt schon. Es dürstet mich. Fürchtet mich. Wo haben wir denn? Wo ist denn eigentlich unser Baumeisterlein? Ihr seid die Sammler, du bist hier, wunderbar. Komm, dann fängst du mal da unten an und gehst dann nach oben. Es ist getraut, werden Sie nicht ausstechen. So, Nummer 2 im Blickfeld. Da oben. Oben. Wir sind bereit. Super. Auf meine schöne Blaupause. Die haben doch bestimmt irgendwo eine Barracuda-Fabrik. Gibt es auch als optionales Ziel, die zu zerstören oder so? Na gut, ich glaube, das ist einfach so nebensächlich, dass die noch mit kaputt gemacht werden. Wer möchte meinen Dreizack spüren? So, nix da mit Koloss. Okay, jetzt geht die Moral mal gut runter.